Welcome, ladies and gentlemen! Willkommen zurück zu CSGO Overwatch! Und dann starten wir auch schon gleich. Bin ja mal gespannt jetzt. Dieses Mal habe ich ein bisschen Musik untergelegt, ja. Und zwar von dem / der lieben Zwergi, ja. Die hat ein bisschen Nightcore. Okay. 8-0 steht für die. Der hat 14-6. Ist erster, okay. Die hat Nightcore Music auf ihrem Kanal, seinem Kanal, wie auch immer. Check das mal aus, Link in der Beschreibung und im Kanal. Denn ich bin ja sowieso so ein Metalhead, ja. Metalhead eigentlich gar nicht, aber ich höre sehr gerne Metal und Nightcore finde ich auch mega geil. Darum give it a try. Ich find's richtig gut. Ja. Mal sehen, was ich hier verwende für ein Lied, das weiß ich noch nicht, aber ich werde auf jeden Fall was runterlegen. Und wir haben eine 3 gegen 3 Situation. Sie verschieben über. Nee, verschieben nicht. Die war. Okay. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Aber ich würde jetzt sagen, er hat nicht an. Er kommt lang, er kommt lang. Oh. Oh, ja, normaler Flick. Nichts Besonderes. Der Terror aimt auf den auf A-Spot ab. Er kommt um die Ecke. Alles klar. Der war nicht drauf. Der ist mutig. Mutig, dass er mit 18 dann noch ein bisschen pieken will, ne? Okay. Jetzt hat er ihn. Er ist schon gehittet. Hit up. Ja. 2 gegen 2 Situation. What? Heftig. Kommt über lang. Müsste es eigentlich schon gesehen worden sein, ja. Haben die eine Echo? Ne, ein Ab. Scheinbar auch so die Sonne bei uns momentan so. Oh, okay. Ich weiß ja nicht. Naja, es sind halt so teilweise Reaktionsschüsse, ne? Also der Typ hat sich nicht bewegt, er steht da, alles klar, aim, bam, weg ist er. Auf einer höheren Elo als auf Gold 4 klappt das. Ja, oder muss das klappen, sagen wir so. Jeder Schuss, der nicht sitzt, kann tödlich sein. Da auch, er hat genug Zeit zum Up-Aim, er hat genug Zeit zum Warten. Alles legit. Die Terror stellen sich halt mega dumm an. Dass sie da die ganze Zeit facen wollen. Nichts Besonderes, du aimst in den T-Spawn rein. Er steht da, er schießt nicht. Alles klar. Der mit der besten Reaktionszeit gewinnt. Eine Autosniper. Alle drei in der Mitte. Alles legit für mich bis jetzt. Die Terror sind einfach mega scheiße. Ah, guck mal.
Ja, der Wallhack gehabt, hätte er den gehabt. Sowas würde man sich als Hacker nicht nehmen lassen. Also ganz im Ernst, das war ein Freekill. Wenn du Wallhack hättest. Ja, das verzieht er doch nicht, wenn sie extra nochmal nach links oder so. Nie im Leben. Okay, Bunny Happen kann er auf jeden Fall anscheinend. Der Junge scheint viele Stunden auf dem Konto zu haben. Alle überlang. Jetzt hummeln sie sich da. Die laufen hier aber auch übelste Rakete rein, ne? Aber sie ist 22-7, 18-7, 15-8. Ja, ich gehe mal davon aus, dass ein Smurf, der auf... Naja. Einer tieferen Elo Smurf. Halt einfach, wa? Wie selbstbewusst er durch die Mitte durchrusht, wa? Hat aber auch keine Skills immer verdächtig. Den würde er sich da auch nicht nehmen lassen, ja, ganz im Ernst jetzt. Was das denn? Ich weiß nicht, irgendwie. Ich wüsste nicht wofür. Ich wüsste auch nicht was. Ja. Ich hoffe, es gefallen. Das war CSGO Overwatch. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Falls ihr noch auf Overwatch überhaupt Bock habt oder ihr lieber Spiele sehen wollt. Quatsch, noch gar nicht. Wir sehen uns gleich wieder, denn ich mache natürlich immer zwei. Denn das passt von der Zeit halt einfach viel besser. Eins halt immer so ein bisschen wenig. Na gut. Bis gleich. Wupp, wupp. Back to business. Overwatch Prüfung. Solange ich noch Gold 4 bin. Oh Leute, das wird auch nicht mehr lange halten. Und ich glaube, mein Mikro ist schon wieder... Ich hasse Counter-Strike. Weil es mein Mikro immer hochregelt. Stimmt, Black Screen. Dieses Spiel ist so nervig. Alter, jetzt muss ich das nochmal... So. Jetzt werdet ihr gleich sehen, was ich meine. So, Pegel, so. Beim Mikrofon 100. Das muss ich jedes Mal vernünftig wieder auf 40 runter regeln. Das ist mega nervig von Cisco. Das ist das einzige Spiel, dass du was machst. So. Dann wollen wir doch mal sehen jetzt. Thank you.
5-5, okay. Er hat schon mal keine Skins. 12-6 ist erster bei sich. 3K gemacht. Nee, zweiter bei sich, okay. Alle gehen Banane. Rotiert zu B. Puffin ist allein auf B. Ganz normale Ecke. Auf das ganz normale Ecke. Der hat am meisten ein bisschen vor schon hochgezielt, ne? Aber vielleicht hat sein Kollege ihn das auch angesagt. Das kannst du natürlich auch haben. Stand auf jeden Fall voll der Punkt. Wieder eine Pro zu sein. Alle tummeln sich wieder und Banane. Oh. Ab in den Fuchsbau. Schön, dass oben links Bombenort B steht. Ach, könnt ihr gar nicht sehen, dass meine Facecam. Ja, letzter, ne? Hätte aber auch sehen müssen, da in der Ecke. Ist das schwarz schon Bonnie Hop? Ich weiß es nicht. Ich kann sowas nicht sagen, ob das Bunny Hop war, weil ich Bunny Hop selber noch nie gemacht habe oder keine Ahnung davon hab, weil Bunny Hop ist, keine Ahnung, irgendwie Game Abusive und das mache ich irgendwie nicht. Entschuldigung. Ich bin immer noch erkältet. Seit Jahren. Er zielt drauf, aber wenn der Wallhack hätte, wäre ich längst geschossen. Er hat die Bombe. Jetzt steht die... Der Maple, steht nur dazu zwar. Und ich muss mir die Nase aufschnauben. Boah. Sorry. Aber dafür habt ihr geile Nightcore-Musik von Zwergi. Ja. Oh, er hat die Bombe gepickt. Oh, böser Headshot. Aber legitim. Für mich bis jetzt. Bombe lag für A. Ja. War der kürzeste Weg in der Hinsicht. Das ist natürlich auch Beweis, dass er da hochkommt, ne? Links. Das ist natürlich auch glücklich. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht. Für mich bis jetzt auch alles legitim. Schade, dass wir zwei Rohrkrepierer haben. Aber der erste, das allererste Overtour wohl heftig, oder? Der war vom Feinsten, Alter. Da kannst du mir nichts erzählen. Ich hasse das. Alles legitim.
Kann ich nichts zu sagen. Also bis jetzt ganz normal für mich. Also was ist normal, aber alles machbar. Waffenvorteil gehabt, ne? Die haben Frost gemacht? Die haben die Runde geholt. Boah, das war aber böse Pre-Firing. Also kommen wir schon fast schießen um die Ecke, ne? Ob der den gesehen hat? Schwer zu sagen. Ja, aber wenn du prefirest, prefirest du ja ein bisschen nach, würdest du ja nach oben prefern die Treppe. So kenne ich das. Aber direkt um die Ecke? Ich weiß nicht. Das war kriminell. Wieso guckt er da hin? Vielleicht wurde angesagt. Das kannst du ja alles vermuten. Wenn er Steps gemacht hat und sein Mate da oben ihn gehört hat, ist wiederum okay. Ich weiß nicht. Suspicious für mich. Sehr suspicious. Ich weiß nicht. Also Zielhilfe auf keinen Fall. Ja, Aimbot, nee. Bunny Hop. Ich würde fast sagen, Moment, da. Ich würde fast sagen, ja. Weil einen hat er ganz gut hinbekommen, falls es einer war. Gehe ich jetzt mal von aus. Richtung B. Aber unzureichend weiter. Spielbehinderung, ich wüsste. Wir haben den Chat nicht gesehen, deswegen kann ich das nicht sagen, aber er hat keinen Teambeschuss gemacht oder sonstiges. Sichthilfe. Die letzte Situation eben auf dem Balkon, die fand ich ein bisschen komisch. Ja. Wenn er ein Step gemacht hat und dann angesagt wurde, okay. Aber auch die anderen beiden zum Schluss. Ich weiß nicht, wenn die angesagt worden sind, reaktionstechnisch. Es ist machbar. Ich bin mir aber leider nicht. Also ich bin mir sehr unsicher, darum sage ich einfach mal, ich lasse ihn laufen, weil im Zweifel für den Angeklagten, Leute, das wisst ihr ja. Ich hoffe, es gefallen hat fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Overwatch oder bei den nächsten Overwatches. Ja. Aber bis dahin, ciao.